Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit auch ganz herzlich willkommen zur letzten und finalen Ausgabe von Staffel 2 von Carson Kitchen. Und heute machen wir Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln. Viel Spaß dabei! Und das sind auch schon alle Zutaten, die wir für unser Gericht heute benötigen. Zum einen natürlich unser Kalbschnitzel. Dann haben wir hier Schinkenecken, ein Ei, Preiselbeeren später zum Garnieren, schon vorgekochte, festkochende Kartoffeln vom Vortag, dann hier etwas Rapsöl, Panko-Paniermehl für Schnitzel, etwas Butterschmalz für die Bratkartoffeln, dann haben wir hier Salz, Pfeffer, natürlich auch Zwiebeln für die Bratkartoffeln, dann hier ein Aceto Balsamico für unseren Gurkensalat, ebenfalls auch noch eine Gurke, natürlich auch noch Zitronensaft, dann brauchen wir hier noch Gefäße für unsere Panierstraße und natürlich eine Pfanne. Und mit diesen ganzen Zutaten machen wir jetzt unser Wiener Schnitzel. Los geht's! Beginnen wir als allererstes mal damit, unser Schnitzel vorzubereiten. Und jetzt packen wir es mal aus. Noch sieht es relativ unscheinbar aus, aber wir werden es gleich noch schön flach klopfen und dann wird es auch noch eine ansprechendere Größe erreichen. So sieht das Ganze jetzt mal aus. Das sind 150 Gramm Kalbschnitzel. Und damit unser Schnitzel beim Klopfen nicht am Brett kleben bleibt, legen wir jetzt hier einfach ein wenig Frischhaltefolie aus. Das habe ich jetzt in diesem Fall schon mal vorbereitet. Und da legen wir jetzt hier unser schönes Kalbschnitzel einfach so oben drauf. Anschließend bedecken wir unser Kalbschnitzel jetzt ebenfalls nochmal mit einer Lage Frischhaltefolie. So, jetzt wird Zeit für den gewalttätigen Akt, denn jetzt klopfen wir unser Fleisch flach. Das kann man natürlich mit einem Fleischhammer machen, ich habe jetzt leider keinen da, deswegen nehme ich hier einfach die flache Seite unserer Pfanne. Die Kunst dabei ist, das Fleisch so doll zu bearbeiten, dass sich die Fleischfasern voneinander lösen, es aber nicht so doll zu hauen, dass es reißt. Wichtig, immer schön auf die Pfoten aufpassen. Zwischendurch das Schnitzel auch ruhig nochmal umdrehen, die Folie gerade machen und jetzt nochmal von der anderen Seite bearbeiten. Aber man kann es schon gut sehen, die Größe unseres Schnitzels hat sich mittlerweile schon fast verdoppelt. Also geht es auch hier mit der zweiten Seite weiter. Unser Kalbfleisch ist mittlerweile fertig ausgeklopft. Jetzt können wir hier die Folie abziehen. Jetzt quetschen wir einfach hier den Saft einer frischen Zitrone oben auf unser Fleisch und reiben den Saft schön ein. Das sorgt am Ende dafür, dass die Panade richtig schön fluffig auf unserem Fleisch anhaftet. Nachdem wir unser Fleisch mit dem Zitronensaft beträufelt haben, kommt nur noch ganz minimal etwas Pfeffer oben aufs Fleisch. Das reicht schon. Und diesen Schritt wiederholen wir jetzt ebenfalls nochmal auf der anderen Seite. Unser Schnitzel kommt jetzt kurz zur Seite, denn jetzt bereiten wir erstmal unsere Bratkartoffeln vor. Und für unsere Bratkartoffeln müssen wir natürlich als allererstes mal die Zwiebeln schneiden. Zwiebeln schneiden kennt ihr ja mittlerweile. Enden abschneiden, dann einmal kurz einschneiden mit einem scharfen Messer und hier einfach die äußerste Schicht abziehen. Die Zwiebelenden sind abgeschnitten und die Zwiebeln sind geschält. Jetzt können wir die Zwiebeln weiterverarbeiten, dafür einfach in der Mitte halbieren und dann in Streifen schneiden. Nicht zu klein, wie gesagt. Und jetzt hier einfach ganz grob würfeln, sodass wir hier relativ große Zwiebelstücken haben. Und das machen wir jetzt auch nochmal mit dem Rest. Und genau in dieser Größe sind die Zwiebeln optimal für unsere Bratkartoffeln. So, und bei den Bratkartoffeln nehmen wir uns jetzt einfach unsere Kartoffeln und schneiden die in so circa 8 mm dicke Scheiben. Unsere Kartoffeln sind fertig geschnitten, widmen wir uns nun unserem Gurkensalat. Wir nehmen uns als allererstes natürlich unsere gewaschene Gurke, schneiden das Ende ab und schneiden uns jetzt einfach hier eine kleine Menge an Gurkenscheiben runter. Die könnte man fast noch ein bisschen feiner schneiden, so in etwa. Unsere geschnittenen Gurkenscheiben kommen nun in eine Schale. Anschließend werden sie mit etwas Zitronensaft verfeinert. Nun folgt ein kleiner Schuss Aceto Balsamico. Nun noch ein wenig Salz. Und Pfeffer. Und zum Abschluss kommt noch etwas Dill oben in die Schale. Und mit diesem Rezept holt man wirklich den maximalen Geschmack aus jeder Gurke heraus. Den Gurkensalat rühren wir hier um und lassen ihn anschließend für die restliche Zeit bis zum Servieren ziehen. Unser Gurkensalat kommt jetzt erstmal für die restliche Zeit in den Kühlschrank. Nun können wir unser Schnitzel weiterverarbeiten und das kommt jetzt in unsere Panierstraße. Und die Panierstraße ist in diesem Fall wirklich simpel, denn wir haben hier nur ein verquirltes Ei, hier unser Panko-Paniermehl ohne weitere Gewürze und jetzt kommt als erstes unser Kalbfleisch in das Ei, dann ins Panko-Paniermehl und dann ist es auch schon fertig. Das machen wir natürlich von beiden Seiten und dann geht es schon ab ans Frittieren.
So, unser Schnitzel kommt jetzt ins Ei. Einmal schön durchziehen, dass überall was dran ist, von beiden Seiten. Das ist natürlich von Vorteil, wenn man ein großes Gefäß hat, dass man das Schnitzel einfach reinlegen kann. Ich muss es jetzt hier so durchziehen, aber das geht auch wunderbar, seht ihr ja. Und jetzt kommt unser Schnitzel ins Panko-Paniermehl. Schön reinlegen und jetzt nur von oben drücken, kein Mehl ran drücken. Das ist ganz, ganz wichtig beim Schnitzelpanieren. Es soll tatsächlich nur das am Schnitzel dranbleiben, was auch von alleine am Schnitzel hält. Also drücken wir jetzt hier von oben und dann machen wir auch nochmal die andere Seite fertig. Ich finde, unser Schnitzel sieht ja jetzt schon richtig, richtig gut aus. So, jetzt kommt hier auch nochmal etwas von unserem Paniermehl oben drauf. Nicht andrücken, einfach nur raufwerfen und das, was von alleine haften bleibt, ist genau die richtige Menge. Und so sieht das Ganze nach einem zweiten Paniergang aus. Wirklich schön. Wie gesagt, niemals die Panade randrücken, dann wird die Panade nicht luftig genug. Und jetzt machen wir weiter mit den Bratkartoffeln, denn diese können wir besser warm halten als unser Schnitzel. Deswegen das Schnitzel kurz zur Seite legen und jetzt kommen wir erstmal zu den Bratkartoffeln. Da ist die Pfanne, Pfanne an, Feuer. Jetzt kommt unser Butterschmalz zum Einsatz. Einfach eine gute Menge zum Anbraten in die Pfanne geben. Das gibt richtig schönen Geschmack. Sobald der Butterschmalz geschmolzen ist, können wir nun unsere Zwiebeln in die heiße Pfanne geben. Und die Zwiebeln lassen wir jetzt kurz anschwitzen. Ganz wichtig, umrühren nicht vergessen. Sobald die Zwiebeln anfangen, eine ganz leichte Bräune zu bekommen, wie man es hier schon an den Rändern sehen kann, können wir jetzt unsere Kartoffeln mit in die heiße Pfanne geben. Unsere Kartoffeln kommen jetzt in die Pfanne. Jetzt würzen wir unsere Bratkartoffeln noch mit etwas Salz. Nicht zu viel. Und anschließend natürlich auch mit etwas Pfeffer. Ab und zu mal schauen, wie unsere Bratkartoffeln aussehen. Die sollen ja auch nicht anbrennen. Aber dann sieht man hier schon, da bilden sich schöne Röstaromen. Herrlich, wie das brutzelt. Die ersten Kartoffeln haben schon eine richtig schöne Bräune. Goldbraun, genau dieses Ergebnis wollten wir haben. Etwa nach zwei weiteren Minuten können wir nun unsere mageren Schinkenecken hinzugeben. Und diese werden anschließend auch gut untergerührt. Ich würde sagen, unsere Bratkartoffeln sind mittlerweile so gut wie fertig. Die füllen wir jetzt nochmal um in einen Topf, machen den Deckel drauf, dann können die warm bleiben. Und dann geht's weiter mit dem Schnitzel. So sehen unsere Bratkartoffeln aus. Deckel drauf, dass sie heiß bleiben und wir machen weiter mit unserem Schnitzel. Jetzt kommt unser Rapsöl in die Pfanne. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ich schätze mal, diese Menge sollte reichen, sodass der Boden etwa 1 bis 1,5, vielleicht maximal 2 cm bedeckt ist. Der Zeitpunkt ist gekommen. Das Öl ist heiß und jetzt wandert unser Schnitzel in unser heißes Fett. Vorsicht, es kann am Anfang spritzen. Passt auf eure Finger auf. 1, 2, 3. Und los geht's. Schnell umklappen hier. Und jetzt ganz wichtig, immer das Öl oben auf Schnitzel machen, dass die Panade schön fest wird. Lange weitermachen, bis unser Schnitzel goldbraun ist. Jetzt wenden wir unser Schnitzel nochmal. Oh, schaut euch mal die Farbe an. Wunderbar. Das Schnitzel ist fertig und kommt nun aus der heißen Pfanne. Halle, hopp. Wow. Und das Schnitzel kann nun einfach auf einem Küchenpapier abtropfen. Unsere einzelnen Komponenten sind jetzt alle fertig. Zeit zum Anrichten.
Kommen wir nun zum Anrichten. Dafür kommt als erstes hier unser Schnitzel auf unser Tablett. Wow, sieht das fantastisch aus. Als nächstes kommen unsere Bratkartoffeln hinzu. Einfach hier auf die Ecke. Nun folgt noch unser Gurkensalat aus dem Kühlschrank. Gesellt sich nun auch hier hin. Anschließend noch etwas von unseren Preiselbeeren. Perfekt. Und als letztes folgt noch eine Viertel Zitrone. Und fertig ist unser Gericht. Wow, ich weiß nicht, was ich hierzu noch sagen soll. Schaut es euch selber an. Ich meine, das ist wirklich wunderschön. Es riecht absolut köstlich und ich freue mich darauf, das jetzt gleich essen zu dürfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von dem Ergebnis bin ich wirklich selber positiv überrascht. Und hier habt ihr jetzt nochmal das gesamte Gericht im Überblick. Hier unser selbstgemachter Gurkensalat, unser köstlich knusprig frittiertes Wiener Schnitzel. Ich meine, ihr hört das ja und ihr seht auch, wie luftig die Panade ist. Dazu köstliche Preiselbeeren. Wir haben hier frische Zitrone, dann noch hier unseren selbstgemachten Bratkartoffeln. Also es ist wirklich ein absolut fantastisches und rundum gelungenes Gericht. Jetzt kommt natürlich noch der frische Zitronensaft hier oben drauf. Und jetzt kann gegessen werden. Zeit zum Probieren. Dieses Mal mit Messer und Gabel schneiden wir hier in unser Schnitzel rein. Und wow, schaut euch das Schnitzel an. Fantastisch. Also als erstes das Schnitzel solo. Wow, ist das knusprig. Mal zusammen hier mit unseren leckeren Bratkartoffeln. Die Bratkartoffeln im Allgemeinen schmecken unglaublich köstlich. Die restliche Portion werde ich jetzt nochmal ganz in Ruhe aufessen und jeden Bissen davon genießen. Ich meine, schaut euch das an. Es ist knusprig, die Panade ist luftig, die Bratkartoffeln sind unheimlich saftig. Der Gurkensalat ist knackig und frisch. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wow, was für ein Finale. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Bleibt hungrig. Ich freue mich schon auf Staffel 3 und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.